Ein herzliches Willkommen zurück zu Battletech. Wir sind noch 5 Tage entfernt, oder nur noch wenige Tage von unserer Mission entfernt. Und wir brauchen mal wieder dringend Geld. Wir schauen mal, was wir hier finden. Wir sind auf Panzer. Okay. Ich dachte eigentlich nicht, dass wir den Contract machen. Ich glaube, das ist... Welcher ist das, den wir da gerade machen? Ist das die Hauptmission? Liberate Panzer? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich glaube, das ist noch ein anderer Contract, der zufälligerweise auch auf diesem Planeten passiert. Aber für den Fall das gehen wir jetzt mal hin und versuchen das mal lieber so. Ah, ich hätte noch 2 Mechkrieger wechseln können. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, aber egal. Jetzt starten wir erstmal die Mission. Und ich würde behaupten, sollten wir aus dieser Contract ohne Schaden rauskommen, werden wir die nächste Mission tatsächlich als Liberate Panzer nutzen, weil wir sind ja schon da. Oh, 800.000 gibt es hier. Oh, es ist eine Escort-Mission. Was habe ich denn da gemacht? Ja. Wir sollen jemanden eskortieren. Naja, gut, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Übrigens an dieser Stelle ein wunderbare Grüße an Domi, der dank dieser Videos Battletech gefunden hat. Damit habe ich jetzt schon noch ein Spiel an den Mann gebracht. Finde ich super. So, wir sollen erstmal dahin Support providen und danach geht's weiter. Wir können das Ganze entweder über die Straße machen oder hier drüben rüber. Ich behaupte mal, die Ecke da ist ganz gut. Da gibt es nämlich viele Bäume, in denen man Schaden vermeiden kann. Und Schadenvermeidung ist leider nicht mein zweiter Vorname, aber ein Wunsch. Position confirmed. Da haben wir noch 2 Vehicles und ein Mech. Ah, ein Wolverine. Und die Leute sind nicht wirklich gut gepanzert. Das ist ganz angenehm. Good to go. Du hast dich nur 2 bewegt. Ja, das sieht doch super aus. Mach da mal den Weg frei und gib ihm mal eine Salve. Alles. Alles. Jetzt in ihren Zucker. Kostet sie nur einen Hitzig. Noch ein Wolverine. Der trampelt uns die Station nieder. Das ist mir jetzt erstmal egal. Sensorlock ist vollkommen egal. Dann gibst du ihm auch mal eine Ladung alles. Frisch aus dem Supermarkt. Noch ein Heatsink und ein Pilot Injured. Sehr schön. Einmal hinfallen, Pilot injured. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch ein Injury und dann ist der Wolverine ganz unser.
Dann machen wir das lieber so. Versuchen damit jetzt einfach draußen zu springen. Hat geklappt, ist sehr schön. Weil so viele Autokanonen-Schüsse haben wir nicht dabei. Ja, nur der Centurion, der steht jetzt, dem stehen natürlich jetzt drei andere Mäßig im Weg. Dann läuft er einfach mal da hinten rum. Ja. Und bleibt stehen. Theoretisch hätte ich noch einen Sensorlog machen können, aber. Ah, ein Manticore. Du bist auch ein 60-Tonner, du bist wahrscheinlich auch ein Manticore. Na, das sind nur gerade Spuren. Minor damage, Commander. Nothing to see here. What can I do for you? Waiting for order. Du bewegst dich erstmal noch nicht. Du bewegst dich. Funktioniert. War ein Overkill, aber hat funktioniert. Lieber die Einheit zerstören, bevor sie was tut, als danach. So. On my way. Da haben wir den Wolverine und da haben wir einen anderen Manticore. Dann machen wir das so. Roger. Einfach in der Hoffnung, dass wir den Manticore zerstören können, bevor er das nächste Mal reagiert. Und den einfach nur, weil wir es können. I hear ya. Standing by. Du kriegst eine Ladung alles ab. Ja, und deswegen benutzen wir die Autokanone nicht, weil wir damit eh nicht treffen. Aber wir haben glücklicherweise den Manticore davor gehindert, irgendwas zu erschießen. Oder zu beschießen. Oder wie auch immer. Ja, von da aus können wir auch den Wolverine da drüben anschießen. Stehen wir zwar selber nicht so optimal, aber wir können nochmal seine Seite antesten. Und Schaden ist Schaden. Das kennt ihr ja. Ja, auf den hätte ich auch geschossen. So, dann laufen wir mal darüber. Wir haben noch so viele Langstreckenraketen dabei. Ah, sehr schön, das war sein großer Laser. Commander? Waiting for orders. Nein, wir kommen leider nicht auf seine rechte Seite. Aber wir können ihm nochmal einmal alles geben. Ja, das war der komplette Laser. Und der kleine Laser ist auch kaputt. Oder zumindest nah dran. Und schau mal, jetzt können wir ihn sogar von der anderen Seite sammeln. Was war sein Bein? Das ist sehr schön. Und fein vor allen Dingen. Donk. Pilot, injured. Er hat jetzt eine Insurance. Gut.
Gut, der Trebuchet kann von keiner Seite irgendwas direkt angreifen. Dann laufen wir mal darüber und lassen ihn seine Langstreckenraketen rüberschmeißen. In der Hoffnung, dass wir ihn da einmal komplett wegfliegen. Schade. Hat nicht ganz gereicht. Oh, ich darf nochmal. Ich dachte halt nicht, er wäre jetzt vor uns dran, aber das macht ja nichts. Wir können mal ein bisschen rumlasern. Commander. Position confirmed. Da ist nicht mehr so viel dran an der Struktur. Ach schade, hätte es jetzt doch wenigstens beide treffen können. So, das hat mal ausgereicht, ausnahmsweise. Schön wäre es, wenn sie auch ihre Arme hoch oder runter bewegen. Das wäre ganz angenehm. Vielleicht wäre das ja noch eine Sache für ein Graphics DLC oder sowas. So, du kannst da direkt bracen. Du sammelst mal ein, was wir da sammeln sollen. Heads up, Commander. You've got hostile contacts inbound. Was ja klar war, aber wir haben den Konvoi schon mal. Jetzt sollten wir uns nur noch beeilen hinterherlaufen, weil dieser blöde Konvoi wird wahrscheinlich nirgendwo stehen bleiben und soll einfach direkt durchraschen. Und wir müssen darüber. Das Schlimme ist nur, dass die Animation immer so ewig lange dauert. Ja, gut für euch, so kriegt ihr zumindest noch mal eine komplette... eine komplette Folge voll. Also, in dem Fall auch gut für mich. Nicht, dass das das Ziel der Sache gewesen wäre, aber egal. Und zum Glück sind das mittelschwere Mechs und keine schweren. Die bräuchten nämlich noch länger. Der Konvoi muss hier einmal außen rum, währenddessen wir hier einfach quer durchlaufen. Und unsere eigene LZ ist da drüben irgendwo und da kommen dann auch manchmal Gegner raus. Aber nächste Folge machen wir dann einfach mal die Befreiung dieses Planeten, nachdem wir hier diesen Konvoi schon befreit haben, befreien wir doch den restlichen Planeten. Was haltet ihr davon? Ich finde, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. So, du stehst vorne, du darfst als erstes laufen. Diese Abkürzung ist echt gar nicht schlecht. Das heißt nämlich, dass wir uns da drüben irgendwo hinstellen können, während der Konvoi einmal außen rum fährt. Und wir können den Konvoi trotzdem noch beschützen. Diese APCs sind nämlich nicht langsam. Sie brauchen nur ewig. Oder wie es so schön in Far Cry heißt, jetzt fahr doch endlich! Oder so ähnlich. Oder in diversen anderen Spielen, wo man irgendwelche Racing-Missionen machen soll.
So, du bleibst da mal dastehen. Moving to position. Roger. Du kannst eigentlich quer durch den Wald laufen. Moving to position. Lustig ist auch, dass hier eine Grillhalde ist. Wenn man darüber läuft, ist man natürlich ein bisschen stabilitätsmäßig am Arsch. Entschuldigung, im Hintern. So, der Kintero läuft mal weiter. Du läufst mal weiter. Du läufst mal weiter. On my way. Und du läufst mal direkt da rein. Aber mir scheint, diesmal ist niemand da. Sehr, sehr strange. Manchmal kommen nämlich noch zusätzliche Gegner, wenn der Konvoi spawnt, und manchmal nicht. Und diese zusätzlichen Random-Missionen sind eigentlich in der Regel immer relativ einfach und gleich gestrickt. Die Anzahl bzw. vor allem die Schwere und die Unterschiedlichkeit der Gegner variierte relativ stark. Was ich persönlich ganz gut finde. Außer man kommt mit der gleichen Lanze rein, dann ist es meistens auch ein ähnlicher Gegner. Vor allem, wenn man die Mission schon negotiated hat. Läuft jetzt nicht ganz so weit. Aber offensichtlich gibt es keine Gegner. Ja gut, dann werden wir als nächstes wieder zurücklaufen. Für den Fall, dass die Gegner von woanders spawnen, falls es welche gibt. Aber ich glaube, von hier unten kommt nichts. Ansonsten wären die schon lange da. Ich würde sagen, wir bekriegen unsere 10% extra. Alles gut. Machen wir es doch mal so. Alles klar, da kommen sie. Jetzt kommen sie. Was haben wir da? 55 Tonnen. 55, 55. Ich hätte eigentlich schon lange erwartet, dass sie vorher da sind, aber... Naja, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Von mir aus können wir das Package vorher einsammeln und abgeholt werden, also das Package abholen lassen und dann ist ja auch so oder so alles kein Thema. Na, du bist drin. Sehr schön. So, jetzt müssen wir das Ganze einmal eine Runde warten lassen. Währenddessen sollte nichts davon... Ah, noch ein Wolverine. Die sind besser gepanzert diesmal. Diesmal sollte nichts im Weg stehen. Nichts kaputt gehen, so rum. Ein leichter Raketenregen. Ein Shadowhawk. Good to go. Good to go. Das ist schön für den Shadowhawk.
Wir bewegen unsere Jungs und Mädels mal in den Wald. Und geben da eine Abreibung ab. So, das waren ein paar Punkte im Center Torso, das ist doch schön. Wichtig ist mir, dass unsere Leute im Wald bleiben, um einfach den Schaden zu minimieren. So. Warum ich die AC noch mit einschalte, einfach damit sie beim nächsten Mal mit aktiviert wird. So, und den Kinderruhr stellen wir nach vorne. Damit er auch alle. Bist du gerade mit durch den Shadowhawk gelaufen? Alle Kurzstreckenraketen mit feuern kann. Der eine fährt damit rein. Alles klar. Alle extracted. Jetzt gibt es da nur noch die drei Gegner, die da rumstehen. Aber die kriegen wir jetzt gleich einfach weg. Geschossen. Structure exposed. Das ist eigentlich nicht das, was ich haben will. Du bist Kinderhau. Dann gehst du jetzt mal nach hinten. Und gibst ihm mal, was du hast. Ja, das war eine gute Abreibung. Na gut, der Centurion hält noch was aus. Der Trebuchet als, glaube ich, einer unserer leicht gepanzertsten. Der ist sowieso nicht als Frontmech gedacht. Geht mal nach hinten. Und legt diesen Mech auf den Rücken. Hoffe ich. Nein, doch nicht. Schade. Müssen wir mal schauen. Commander? Waiting for orders. Orders? Ich glaube, dann darfst du ihn hinlegen. Got it. Bei der Gelegenheit versuch's auch gleich mit dem Torso wegkommen. Damit haben wir den Knockdown und den Pilot geinjured und damit haben wir ihn zweimal geinjured. Das ist doch schön. So, unser Centurion darf sich mal auf die Seite stellen. Was haben wir da noch? 36 Punkte. 36 Punkte kriegen wir auch mit zwei Lasern hin. Komm. Vorsichtshalber noch hier rein. Hat gereicht. Ich hoffe, wir können das salvagen. Ja, jetzt kratzen sie am Centurion. Minimal damage on that hit. Waiting for orders. Du hast dich ein bisschen was bewegt. Heading out. Confirmed. Der Mech ist immer noch so super kühl. Dann legen wir jetzt erstmal den Shadowhawk. Und was bist du? Ein Griffin. Ja, PC.
Sie ist leicht schädlicher als seine Autokanone. Das Gute an seiner Autokanone ist natürlich, dass die irgendwann keine Munition mehr hat. Genauso wie unsere auch. Aber den haben wir schon angefangen zu legen, also legen wir weiter. Da haben wir seinen Center Torso ein bisschen angekratzt, das ist angenehm. Vielleicht schaffen wir es ja auch, ihn komplett beim Niederlegen auch direkt außer Gefecht zu stellen, zu setzen. Just try it. Jo, hat funktioniert. Ammo Explosion. Nice. Und du darfst jetzt nochmal aus dem Wald heraushauen. Der ist natürlich am schwersten zu treffen, weil er gerade gesprungen ist. Aber man kann trotzdem versuchen, irgendwas zu treffen. Ja, das waren jetzt grob geschätzt 33 Punkte Schaden, verteilt auf verschiedene Trefferzonen. Immerhin das. Ah, und der muss auch in die Reparatur. Schade. That shot got past my armor. Commander? Du hast dich nicht sehr weit bewegt, das ist angenehm. Dann halten wir dich doch mal auf die Reichweite, dass die Langstreckenraketen und die Medium Laser gleichzeitig feuern können. Und dieses Bombardement jetzt mal vorstellen, mit einem Mech, der 2 LRM-20s hat. Sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem sehr, sehr problematisch für die, Menschen, der drin sitzt. Ich mag das. Und ich weiß, es gibt Mechs, die können sowas ohne Probleme mounten, also... Commander? Dementsprechend freut es mich, dass es so etwas gibt. Also es gibt auch, im Battletech-Universum auf jeden Fall solche Mechs und vor allen Dingen es gibt... Oh, Überhitzung. Es gibt vor allen Dingen auch in diesem Spiel die entsprechenden Mechs. Ich habe extra die Raketen benutzt, um den Knockdown auf jeden Fall zu bekommen. Und jetzt ist eigentlich Geschichte. Versuchen ihn einfach mal aus dem Center Torso wegzuhauen. Na, wir haben den linken Torso erwischt. Ist auch okay. Weißt du was? Nutzen wir doch einfach die letzten 30 oder 60 Raketen. Die hättest du nicht mal gebraucht. Aber da kommen auch die ganzen Schadensmeldungen noch hoch. Sehr schön. Und wir haben die Mission erfolgreich hinter uns gebracht. Sogar just in time für die Folge. Unsere 10% extra, dann nochmal 10% extra, gibt insgesamt 1 Million und wir haben keine Not mehr. Wir haben 2 Mechs mit internen Schäden. Die müssen wir halt noch etwas reparieren. Wir haben hier noch einen Wolverine. Haben wir noch irgendwelche Specials dabei, die wir looten können? Ja, 30 Death from above, Self-Damage weniger. Eigentlich eine Sache, die ich jetzt nicht so oft nutze. Vor allem das sind nochmal 6 Tonnen extra, die man mit sich rumschleppt. Dann sammeln wir doch lieber ein Stück vom Wolverine ein. Kriegen noch mal ein gratis Griffin und ein paar Raketen und die Zings.
So, damit haben wir das Ganze jetzt natürlich geschafft. Wir müssen einmal hergehen. Den hier reparieren, der braucht 2 Tage. Den hier reparieren, der braucht auch nochmal einen Tag. Also in 3 Tagen haben wir unsere komplette Lanze wieder einsatzbereit, so wie wir sie haben wollen. Wir können hierher gehen und unsere Krieger nochmal ausbilden. Du kannst zum Beispiel besser treffen oder besser piloten. Ich glaube, besser treffen ist interessanter. Call Shot Bonus oder besser treffen generell. Dann machen wir mal den Treffen generell. Und du lernst mittlerweile auch dazu. Und zwar kommst du einfach auf 444. Du kannst nichts. Guck mal, du kannst ein bisschen Guts lernen. So. Dann lieber den Indirect Fire Penalty. Good to go. Commander. Und Health ist auch immer gut. Jo. Damit haben wir das für heute erledigt. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich hätte jetzt bei der nächste Woche gesagt, aber dabei habe ich ignoriert, dass wir Battletech alle 2 Tage haben. Für die Leute, die immer noch auf Kingdom Come Deliverance warten, es tut mir leid, das verzögert sich noch eine Weile. Aber das ist gleich, nachdem wir Battletech durch haben, wieder mit am Start. Dann spielen wir auch wieder Kingdom Come Deliverance und das werden wir dann allerdings nach Möglichkeit täglich versuchen. Allerdings, das ist dann auch das einzige Projekt, was ich dann zu dem Zeitpunkt machen werde, einfach weil 2 Projekte im Moment einfach zu viel sind. Also versuche ich immer nur 1 gleichzeitig zu machen. Ich muss mich also künstlich bremsen. Aber das nur so am Rande. Deswegen sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Battletech. Und bis dann.